Geschätzte Zuschauerinnen und Zuschauer, ich begrüße euch ganz herzlich zum JUPA-Podium, zu der Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung, keine Subventionen für Pestizid und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz, auch bekannt als Trinkwasserinitiative. Unsere heutige Agrarpolitik verletzt das Recht auf sauberes Trinkwasser und unser Trinkwasser wäre durch einen grossen Pestizideinsatz und zu viel Gülle belastet. Und darum müssen wir unsere Subventionen neu ausrichten. Das sagt zumindest das JA-Komitee der Trinkwasserinitiative. Sie wollen mit ihrem Vorstoss die Art, wie der Schweizer Landwirtschaftsbetrieb subventioniert wird, ändern. Gegenseite sagt, die Initiative sei viel zu extrem. Mit ihr würden viele Landwirtschaftsbetriebe weniger Lebensmittel produzieren, wodurch wir mehr Lebensmittel müssen importieren und somit die Umweltbelastungen einfach ins Ausland verschieben. Zudem hat das Parlament Kernanliegen von der Initiative bereits heute aufgenommen. Ihr seht, die Meinungen, wenn es um Trinkwasserinitiative geht, sind sehr gespalten. Und darum freut es mich umso mehr, dass ich heute vier kompetente Gäste bei uns im Regierungsgebäude begrüssen darf, die in der nächsten knappen Stunde mit uns über verschiedene Aspekte der Initiative werden debattieren. Und ihr daheim habt die Möglichkeit, via Slido direkt in die Diskussion einzugreifen, Fragen zu stellen und euch zu beteiligen. Der Code, um das zu machen, ist 27521. Ihr findet alle relevanten Informationen dazu auch in der Beschreibung. Kommen wir zu unseren Gästen. Die Ja-Seite wird einerseits vertreten durch den Elias Giesinger. Er ist Präsident der jungen GLP St. Gallen und er studiert an der Universität St. Gallen. Neidparole wird vertreten von Mario Schlegel. Er ist Vizepräsident der jungen SVP St. Gallen, gelernter Gemüsegärtner und studiert Kommunikation an der ZHW. Und last but not least, die zweite Neiseite ist der Philipp Schönenberger. Er ist Mitglied der jungen Mitte St. Gallen, selbstständiger Landwirt und stellt sich im Betrieb aktuell. Wieder up to date sind, schauen wir uns jetzt kurz das Easy Vote Video zu dieser Initiative an.
was geht es bei der Volksinitiative für sauberes Trinkwasser und gesunde Nahrung? Keine Subventionen für den Pestizid- und den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz. Landwirtinnen und Landwirte erhalten Direktzahlungen vom Bund. Durch Direktzahlungen unterstützt der Bund Landwirtinnen und Landwirte finanziell. Sie erhalten Geld, wenn die Preise für ihre Lebensmittel ihre Ausgaben nicht decken. Landwirtinnen und Landwirte erhalten nur dann Direktzahlungen, wenn sie zum Beispiel Regeln zum Schutz der Artenvielfalt, Regeln zum Düngen und zur Tierhaltung einhalten. Die Direktzahlungen werden von den Steuern bezahlt. Es wurde eine Initiative eingereicht, um zusätzliche Regeln für die Direktzahlungen einzuführen. Deshalb stimmen wir nun darüber ab. Was würde sich ändern? Wird die Initiative angenommen, gibt es zusätzliche Regeln für die Direktzahlungen. Landwirtinnen und Landwirte erhalten nur noch Direktzahlungen, wenn sie einen gewissen Teil ihres Landes für den Schutz der Artenvielfalt zur Verfügung stellen, auf künstliche und natürliche Pestizide verzichten, auf einen vorbeugenden oder regelmäßigen Einsatz von Antibiotika bei ihren Tieren verzichten, nur so viele Tiere halten, wie sie mit dem selbst angebauten Futter ernähren können. Damit wird die Menge an Dünger verkleinert. Die landwirtschaftliche Forschung, Beratung und Ausbildung orientieren sich auch an diesen Zielen. Pestizide sind künstliche oder natürliche Mittel, um Pflanzen, Tiere und Menschen vor schädlichen Organismen, zum Beispiel Pilzen, zu schützen. Es gibt zwei Arten von Pestiziden: Pflanzenschutzmittel und Biozide. Pflanzenschutzmittel werden zum Beispiel für den Schutz von Pflanzen gegen Krankheiten oder Unkraut eingesetzt. Biozide werden zum Beispiel zur Desinfektion oder zur Bekämpfung von Insekten eingesetzt. Was sind die Argumente der Befürworterinnen und Befürworter? Pestizide, Antibiotika und Dünger belasten das Trinkwasser. Das führt zu Problemen für die Gesundheit der Bevölkerung und der Artenvielfalt. Mit den Steuern finanziert die Bevölkerung die Umweltschäden mit. Die angepassten Regeln fördern eine nachhaltige Landwirtschaft. Die Landwirtschaft trägt eine Verantwortung für künftige Generationen. Deshalb braucht es strenge Regeln. Was sind die Argumente der Gegnerinnen und Gegner? Strengere Regeln schwächen die Landwirtinnen und Landwirte. So können sie weniger Lebensmittel produzieren. Wird in der Schweiz weniger produziert, müssen mehr Produkte importiert werden. So steigt die Belastung der Umwelt im Ausland. Für einige Landwirtinnen und Landwirte wird es zu teuer, die strengeren Regeln einzuhalten. Deswegen verzichten sie auf Direktzahlungen und produzieren umweltschädlicher. Willst du, dass die Trinkwasserinitiative angenommen wird? Dann stimme ja. Willst du, dass sie abgelehnt wird? Dann stimme nein. So, jetzt, wo wir alle wissen, um was es bei dieser Initiative geht, können wir gerade direkt in die Debatte einsteigen. Wir fangen an mit kurzen Eröffnungsstatements. Anna, wieso sollen wir die Initiative annehmen? 1 Million SchweizerInnen konsumieren Trinkwasser, das mit Pestizidrückständen über dem Grenzwert ist. Durch massive Überdüngung gelangt Nitrat ins Grundwasser, das wir nachher als Krebserreger in unseren Körper nehmen. Die Verabreichung von Antibiotika ist für antibiotikaresistente Bakterien verantwortlich, die durch Kühlung mischt auf die Felder und dann unsere Nahrung gelangt. Doch Teile unserer Landwirtschaft sind nicht nur für Menschen, sondern auch für die Umwelt pures Gift. Der Einsatz von Pestiziden bewirkt Artensterben und Futtermittelimporte sind auch für das Roden der Regenwälder verantwortlich. Die Trinkwasserinitiative fordert darum unter anderem keine Subventionen für Betriebe, die Pestizide verwendet, auf Futtermittelimporte angewiesen sind und die Antibiotika prophylaktisch verwendet. Wenn wir in 50 Jahren noch auf einer lebenswerten Welt leben wollen, muss sich schleunigst etwas ändern. Darum stimme ich am 13. Juni ja zu der Trinkwasserinitiative. Danke vielmals für dein Votum. Wir wechseln gerade mal die Seite. Mario, wieso sagst du nein? Ich sage ganz klar nein, weil die Initiativen extrem sind und darum abgelehnt werden müssen. Die Initiativen heben nicht, was sie verspricht, nämlich eine Gesamtverbesserung der Umwelt. Die Initiative würde die regionale Produktion massiv erschweren und die Lebensmittel, die dann in der Schweiz fehlen, mit Import kompensieren, die viel schlechtere Standards haben als die regionale Produktion in der Schweiz. Zudem greift sie den einzigen Sektor an, der bereits Umweltziel hat und wo eine massive Reduktion in verschiedenen Punkten kann bereits ausweisen kann. Wir Bauern setzen uns aktiv für die Biodiversität ein und fördern die und schützen sie. Und gegen diesen Angriff wehre ich mich heute Abend.
Danke vielmals für dein Votum. Elias, du hast ja so ganz leicht den Kopf geschüttelt. Wieso sagst du ja? Ich sage ganz klar ja zu dieser liberalen Trinkwasserinitiative. Wir haben momentan wirklich ein massives Artensterben in der Schweiz. 60% der Insekten in der Schweiz sind vom Aussterben bedroht. In den letzten 30 Jahren ist die Insektenanzahl in der Schweiz um 75% zurückgegangen. Da muss sich etwas ändern. Die liberale Trinkwasserinitiative schafft mit Anreiz. Sie setzt über Direktzahlungen an, über Subventionen. Und sie bietet einen liberalen Weg, um endlich das massive Problem, das wir haben, beim Artensterben, aber auch bei der menschlichen Gesundheit, die auch durch die Pestizide bedroht ist. Da setzt sie die Initiative an und bekämpft die Probleme auf liberale Art und Weise. Und darum sage ich ganz klar ja am 13. Juni zu der Trinkwasserinitiative. Danke dir vielmals. Philipp, du hast das letzte Eröffnungsstatement. Du bist selber Landwirt. Wieso sagst du nein? Ich bin ganz klar gegen die Initiative, weil sie nicht liberal sind, sondern weil es einfach eine Verbietung und eine Vernichtung von der Schweizer Landwirtschaft ist, von einer nachhaltigen Landwirtschaft, die mit Direktzahlungen eine Förderung der Umwelt schon jetzt stützt. Und diese Direktzahlungen wollen wir jetzt verbieten für Landwirte, die schon viel machen, für die Biodiversität und die, die es nicht trifft, die intensiv bewirtschaftet und wenig Direktzahlungen beziehen, die verzichten darauf, die werden weiterhin intensiv bewirtschaften. Also das Gegenteil wird der Fall sein. Wir kommen eine Zweiklassengesellschaft über. Den Rest müssen wir importieren, der noch viel, viel minder ist. Und darum ist ganz klar nein. Wir müssen einen anderen Weg finden, um diese Ziele erreichen, aber nicht so. Ich glaube, wir haben da schon ganz viele Punkte gehört in diesen Statements, wo wir später sicher wieder darauf zurückkommen. Ich möchte das Problem jetzt mal im Kern anpacken, dort, wo der Name anfängt, nämlich bei unserem Trinkwasser. Und da möchte ich jetzt mal von den Befürwortern hören. Steht es denn wirklich so schlecht um unser Trinkwasser, dass wir da jetzt derart stark müssen mit einer Initiative etwas ändern? Definitiv, Anna hat schon erwähnt im Eingangsstatement, 1 Million von allen Schweizer konsumieren Trinkwasser, wo eben wo Grenzwerte hat, wo über die festgesetzten Grenzwerte bei den Pestiziden ausgehen. Das ist massiv, das führt zu massiven Gesundheitsschäden, es führt zu enormen Gesundheitsschäden. Wir haben kürzlich in der Zeitung können lesen, dass zum Beispiel die Spermienqualität bei jungen Männern drastisch darunter leidet, also die Anzahl Spermienqualität leidet drastisch darunter und da gibt es wirklich einen Kausalzusammenhang. Das sind Forschungen an der Uni Genf bewiesen. Auch in anderen Bereichen, gesundheitlichen Bereichen, gibt es massive Auswirkungen, denn ich habe es schon erwähnt, eben das Artensterben, das massiv ist. Und darum kann man ganz klar sagen, wir haben hier ein Problem. Das sind Fakten, die liegen auf dem Tisch, die sind von der Forschung so bestätigt. Das sind wirklich Fakten und darum müssen wir jetzt endlich etwas machen. Also die Ausgangslage ist klar, das sagt die Wissenschaft und jetzt ist Zeit zum Handeln. Elias sagt, er hat Fakten auf seiner Seite. Was sagt ihr dazu? Verpestet oder verdreckt die Landwirtschaft unser Grundwasser? Nein, selbstverständlich nicht. Der Agrarbericht 2020 steht ganz klar und sagt, dass die Risiken durch Pflanzenschutzmittel in unserem Gewässer laufend abnimmt. Die Wasserqualität in der Schweiz hat internationale Spitzenwerte. Und wenn man schaut, was in einem Jahr der Rhein alles runterfließt, dann sind das 64,8 Tonnen Industrie- und Haushaltschemikalien, 19 Tonnen künstliche Sauerstoff, 16 Tonnen Arzneimittel und dann abgeschlagen kommt mit 0,9 Tonnen Pflanzenschutzmittel. Die Landwirtschaft hat die Probleme, auch die 0,9 Tonnen Pflanzenschutzmittel erkennt und hat ständig ihre Regeln angepasst. Wir haben einen nationalen Aktionsplan Pflanzenschutzmittel und einen Aktionsplan Biodiversität, die bereits in der Umsetzung sind. Und auch was du sagst mit der Gesundheit, dass das gefördert ist, als man müsste täglich 10'500 Liter Wasser trinken, um effektiv eine schädliche Dosis abzubekommen. Ich habe Probleme unter den Tisch kehren, ich kann es beim Namen nennen, wie man es will. Aber die Fakten liegen auf dem Tisch. Sie haben es gesagt, 1 Million Schweizer konsumieren zu schädliches Trinkwasser. Und es bringt nichts, wenn wir da jetzt einfach die Probleme lügen. Wir müssen die Probleme auf den Tisch legen und dann können wir von mir aus über Massnahmen reden, die entweder sinnvoll sind oder nicht. Da kann man darüber diskutieren. Aber die Fakten, die liegen auf dem Tisch und die muss man auch noch kennen. Moment, ich muss jetzt zu dem, was du vorher gesagt hast mit den Plänen. Ja, die Pläne gibt es und es gibt viele von diesen Plänen. Aber wir wären nicht an dem Punkt, wo wir jetzt sind, wenn die Pläne auch so werden eingehalten werden. Das grosse Problem von denen sind nämlich, dass die Massnahmen nicht wirklich bindend sind. Und wenn jetzt da in den letzten Jahren mit 1000 Klimakonferenzen, die nicht funktioniert haben, weil einfach die Verträge nicht bindend sind, glaube gelernt, dass wenn Verträge oder Regeln nicht bindend sind, dass es noch schlussendlich einfach nicht funktioniert. Es funktioniert sehr wohl. Mit der Direktzahlungsverordnung hat man Anreize,
um so Sachen entgegenwirken. Zum Beispiel gibt es Direktzahlung für, das kann ich nicht sagen, für Extensorgetreide, wo der Bauer nur überkommt, wenn er auf den Einsatz von Insektizid und Fungizid verzichtet. Er nimmt dafür einen Ertragseinbuss von etwa 20% in Kauf. Und das sind Anreizsysteme, um darauf zu verzichten. Und die Direktzahlungsverordnung steht mit keinem einzigen Wort, dass es Geld gibt für den Pestizideinsatz. Wir müssen 7% Ökofläche, Biodiversitätsfläche haben, für zum Direktzahlung überhaupt pro Betrieb. Und wir haben freiwillig 19% in der Schweiz schon Biodiversitätsflächen. Also die Landwirtschaft ist massiv voraus. Wir haben von den 39 Umweltzielen, die die Landwirtschaft hat, als einzige Branche der Schweiz, hat keine andere Branche irgendwelche Umweltziele. Wenn man 7 erreicht, bei 23 sind wir zwischen 80% und 93%. Und 9 davon sind nicht ermittelbar. Aber das liegt nicht an der Landwirtschaft, sondern am Parlament oder an den Bundesbehörden, weil es gar keine Zielmessbarkeit gibt von diesen Zielen. Also die sind eigentlich mal ausgesprochen worden, obwohl es gerne nicht von Anfang an erfüllbar sind. Ja, die Fakten sind vorher schon mehrere Mal auch von uns auf den Tisch gelegt worden. Ein weiterer Punkt davon ist, dass 4 von unseren grossen Gewässern in der Schweiz künstlich beatmet werden müssen, wegen den Stoffen, die da drin sind. Und ich glaube, wir sind einfach an dem Punkt, wo es nicht mehr reicht. Wir sind an dem Punkt, wo es nicht mehr reicht, um einfach zu sagen, ja, wir sind auf einem guten Weg, ja, es wird langsam ein bisschen besser. Das Problem ist riesig gross. Artensterben ist da. Wir sind an einem Punkt, wo wir nicht mehr sagen können, ja, wir müssen jetzt ein bisschen hoffen, dass vielleicht die Leute durch Anreize sich ein bisschen umweltfreundlicher verhalten. Das läuft einfach nicht mehr. Das Problem ist da, wir sind am Arbeiten. Aber die Seen, das ist vor 30 Jahren passiert. Und das liegt nicht nur an der Landwirtschaft. Das sind Siedlungsabfälle und Industrieabfälle, wo die Seen auch rein sind, die auch Phosphoreintrag gemacht haben. Und das sind einfach Seen, die sonst schon schlecht weg sind. Das ist nicht allein die Landwirtschaft schuld. Das sind alles rückwirkende Probleme, gleich wie beim Chlorothalonil und dem Zeug, die sind schon lange verboten. Und jetzt kommt man mit so altem Zeug hinführen und das Gefühl, wir müssen jetzt alles überkehren. Ziel, wir sind stetig am besseren Antibiotika-Einsatz, hat man die letzten Jahre 50% reduziert. Und da ist die Landwirtschaft vielleicht die einzige, die das gemacht hat. In der Humanmedizin reden wir gerne davon. Und in der Landwirtschaft sind Pestizide messbar, auch die Abbauprodukte. In allen anderen Branchen weiß man nicht einmal, was für Abbauprodukte es von diesen Mitteln gibt. Also die Landwirtschaft ist kontrolliert und weiß, was sie tut. Alle anderen haben keinen Plan. Ihr beansprucht jetzt eure Fakten für euch. Das, was wir jetzt aufgezählt haben, sind alles auch Fakten. Es ist ein Fakt, dass sich die Landwirtschaft massiv verbessert hat. Wir haben 190'000 Hektar Biodiversitätsförderfläche. Wir haben, wie er schon gesagt hat, Antibiotika 50% reduziert. 40% der verkauften Pflanzenschutzmittel sind heute biologisch aufgebaut. Somit werden sie nicht nur von Biobetrieben eingesetzt, sondern auch von einem Haufen konventioneller Betriebe. Und nochmal zu den Seen. Absolut, das sind Altlasten, das hat man erkannt, das hat man reagiert und die sind verboten heute. Ich habe die eigenen Bemühungen immer schauen. Ich habe auch wirklich die Probleme anerkennen, die es da gibt. Und das, was Philipp gesagt hat, dass einfach alles rückwirkend ist, das stimmt nicht. Die Zahlen, die wir hier haben, sind aktuell mit dem Artenrückgang, die sind aus den letzten Jahren. Das sind einfach die Fakten, dass die Insekten absterben. Oder jetzt gerade zum Beispiel, es geht auch um das ganze Ökosystem. Zum Beispiel 60% der Vögel, der insektenfressenden Vögel, seit 1990 sind gestorben. Oder da hat es einen Rückgang von 60% gegeben. Und das ist einfach massiv. Und nochmal zu dem, was du gesagt hast, mit dem Chlorothalonil und diesen Sachen. Das ist nicht so, dass das einfach schon seit ewig verboten ist. Das ist jetzt gerade mal vor einem Jahr verboten worden. Und dank wem? Dank der grünen Parteien, dank der grünen Liberalen, dank der Juso, dank der SP, die das gefördert haben. Das sind nicht die Bürgerlichen. Ich erinnere daran, die jungen grünen Liberalen St. Gallen haben im 2019 an den Regierungsrat St. Gallen einen offenen Brief geschrieben, um endlich Massnahmen gegen das Chlorothalonil ergreifen. Der hat dazumals nichts ergriffen, keine Massnahmen ergriffen. Und ein halbes Jahr später hat dann endlich der Bund die Reißleine gezogen und das schädliche Mittel verboten. Also wir sehen, wenn Bemühungen kommen, dann kommen sie eben von grün-liberaler Seite, von grüner Seite. Und dass ihr euch da einfach so positioniert, als würdet ihr da schon lange gegen die Sachen kämpfen, das stimmt einfach nicht. Und da müssen wir klar bei den Fakten bleiben. Genau das stört man der Initiative. In diesem Raum bestreitet niemand den Rückgang der Biodiversität. Aber ich wehre mich dagegen, dass man die Landwirtschaft als einzige Schuld betitelt. Die einzige ist es. Ganz kurz, du kannst noch ausreden und nachher haben die anderen ein Abschlussding und würde gerne noch anderes. Aber wir sind der einzige Sektor und die einzige Branche, die schon einen Haufen dagegen macht. Und dann haben wir andere Branchen, haben wir die Industrie, haben wir den Bau. Ich will das jetzt nicht alles verteufeln, aber die haben noch gar kein Ziel. Und dass ihr das erreicht, dass das Mittel verboten ist, ist mal absolut kreuzfalsch. Es ist von Agroscope zu neuen Forschung rausgekommen und dementsprechend hat der Bund reagiert. Somit kannst du dir jetzt auch nicht einfach Lorbeeren zuteilen. Es
gibt da zwei Punkte, und zwar das erste ist, nur weil etwas besser ist, heisst nicht, dass wir, nicht, dass wir an einem Punkt sind, wo es nicht noch besser muss werden. Verstanden. Und das zweite ist, dass niemand gesagt hat, dass nur die Landwirtschaft an dem beteiligt ist. Aber wir sind jetzt halt gerade über diese Branche. Ja, das haben wir ja nie gesagt. Aber jetzt geht es halt einfach genau um diese Branche. Und in dieser Branche bestehen Probleme. Und es steht Verbesserungsbedarf. Und genau über das reden wir jetzt hier. Ja, muss man nicht sagen, was bei den anderen alles schlimmer gelaufen ist und sagen, was alles so viel besser geworden ist. Ja, das glaube ich auch. Ja. Aber wir sind nicht an dem Punkt, wo es nicht noch besser muss werden. Genau, da bin ich einverstanden. Dass man nicht einfach muss sagen, die Landwirtschaft muss nichts mehr machen. Wir sind ja stetig dran. Es ist nicht einmal, jetzt haben wir uns verbessert und jetzt reagieren wir nicht mehr. Aber was finden wir an der Initiative als Grünliberale und als Juso mit starken Umweltziel gut, wenn man die regionale Produktion mit kurzen Transportwegen und einer strengen Kontrolle runterfahren, fast vernichten und dafür einen Haufen Lebensmittel importieren mit langen Transportwegen, schlechterer Tierhaltung und weniger grossen Standards. Super. Genau. Jetzt sind wir nämlich genau an dem Punkt, wo ich hin will. Von dem bin ich ausgegangen, dass wir uns nicht einig wären, wer genau hauptverantwortlich ist für die Verschmutzung der Schweizer Gewässer oder in welchem Umfang, dass die überhaupt verschmutzt sind. Und eben genau, wir reden heute wirklich explizit über die Landwirtschaft. Du hast eigentlich genau die Frage aufgeworfen, die bei mir als nächstes auch schon auf der Liste gestanden wird. Wie stellt ihr euch da vor, wenn die Initiative angenommen wird? Wie verbessert sich durch die Initiative Belastung oder der Pestizidausstoß, der Gülleausstoß etc.? Ich habe es eingangs erwähnt, die Initiative die schafft eben genau mit Anreiz, sie schafft über die Direktzahlungen, über die Subventionen. Das ist der richtige Weg, weil es ist ja so, die Landwirte die kommen natürlich Subventionen über in der Schweiz. Durch den Steuerzahler, das ist völlig richtig, da stehe ich komplett dahinter, dass die Landwirtschaft, die lokale Landwirtschaft muss gefördert werden, da stehe ich komplett dahinter. Es ist aber auch so, dass der Steuerzahler, wenn er das Geld zur Verfügung stellt, dass er da auch wörtlich mitreden darf, wo das Geld hinfließt. Das Geld soll eben auch in eine nachhaltige Produktion fließen. Es kann nicht sein, dass dann einfach das Geld einfach als Blankoscheck gesprochen wird und nachher die Landwirtschaft frei kann darüber verfügen und sämtliche Umweltziele kann missachten. Also wer zahlt, der soll auch wirklich dürfen mitreden, wo das Geld hinfließt. Und da muss wirklich auch der Steuerzahler dann halt sagen, das Geld soll in nachhaltige Produktion fließen. Und die Initiative schafft eben genau über Anreize, sie tut eben genau über die Direktzahlungen schaffen und tut da eben zum Beispiel vorschreiben, dass eben zum Beispiel synthetische Pestizide nicht mehr einfach so sollen dürfen eingesetzt werden, beziehungsweise sie dürfen weiterhin eingesetzt werden, aber eben dann sollen halt die Verursacher, die Landwirte, die sich halt eben für so schädliche Pestizide einsetzen oder wo solche benutzen, die sollen dann eben halt keine Direktzahlungen mehr erhalten. Das ist der richtige Weg, weil es lässt eben gewisse Freiheit, es schafft nicht einfach über Verbot, aber es setzt da klar wirklich Grenzen von diesen Subventionen. Und zusätzlich haben wir ja auch 8 Jahre von einer Anpassungsfrist, wo man durchaus auch als Kleinbetrieb Zeit hat, um sich an das anzupassen, dass man das nachher nicht einfach... Das ist wirtschaftstätig, dass es bezieht ist. Ganz kurz, können wir da nachher gerne deine Replik? Ich würde gerne das Wort schon. Ah, okay, super, in dem Fall, schieß los. Die 8 Jahre sind nicht so lang, wie man meint. Forschung und Innovation, Lösungen, selbstverständlich, schafft immer wieder voran. Man weiss nicht, wo man in acht Jahren stehen. Und Ausgangslage heute, wenn die Initiative angenommen wird, haben wir 30-40% Ertragsverlust. Und das ist schon ein Land, das europaweit einen der tiefsten Selbstversorgungsgrade in der Schweiz hat. Und ihr habt mir die Frage immer noch nicht beantwortet. Findet ihr das gut, wenn ihr mit eurer Initiative das Umweltproblem schlicht und einfach verlagert, schlechtere Produkte und schlechtere Standards einkauft? Ich bin nicht ganz der Meinung, aber ganz rasch auf deine Zahl von Mindererträgen von, was sind es, 30-40%, da bin ich absolut anderer Meinung. Und für das gibt es genau 2 Gründe. Erstens, viele Gelder, die momentan neben den Direktzahlungen noch für Landwirtschaft und Ernährung da sind, werden in der Forschung nicht für Innovation, sondern hauptsächlich dafür genutzt, um die Schäden, die man bereits verursacht hat, zu untersuchen. Das heisst, das würde dafür sorgen, dass man das Geld dafür benutzen kann, um Innovationen zu haben und nachher innovativer arbeiten können. Der zweite Punkt ist der, dass nach einer internationalen Studie, ich finde es jetzt gerade nicht auf meinem riesigen Blatt Papier, bewiesen worden ist, dass auf langfristig gesehen, wenn man auf den Einsatz von Pestiziden verzichtet und nicht Monokulturen, sondern Gegenteil, Mischkulturen benutzt, dass man längerfristig gesehen auf der gleichen Fläche für den gleichen Ertrag 30% weniger Fläche
würde benutzen, weil es eigentlich gerade das Argument, das du benutzt hast, eigentlich genau widerlegen. Bio-Anbau braucht man im Boden, das ist klar. Das ist, also, darum kostet ja auch ein Bioprodukt. Nein, aber darum kostet ja ein Bioprodukt auch mehr im Laden, weil es weniger Ertrag gibt und die somit einen höheren Preis herausholen. Und abgesehen von dem, in der Schweiz haben wir keine Monokulturen. Monokulturen sind in Amerika, in Kanada, weiss ich wo hektarenweise genau eine Kultur, eine Maispflanze steht. Bei uns hat es an jedem Rand. An jedem Feldrand hat es noch Graswiese, Giet kommt auf dem Acker und so weiter. Also da müssen wir aufpassen mit den Wörtern, die wir brauchen. Und dazu kommt eben, wir vernichten die inländische Produktion. Wir riskieren, dass wir in der Schweiz keine Herdöpfel mehr produzieren können, keinen Raps mehr, keine Zuckerrüben und so weiter. Und das hat eine Verteuerung der Produkte zur Folge, die sich nicht jeder leisten kann. Gerade die ihr immer sagt, dass ihr vertreten. Ja, ganz kurz. Du kommst gerade dran, einfach damit wir auf einer Schiene bleiben. Du hast gerade zwei Punkte angesprochen. Einerseits sagst du, wir tagen quasi unsere inländische Produktion schwächer und die Preise werden höher. Ich möchte zuerst mal da mit der Selbstversorgung kurz diskutieren. Ist das wirklich so? Wenn wir die Initiative annehmen, würden wir da unsere Selbstversorgung angreifen? Definitiv nicht. Es geht ja nicht darum, dass man einfach irgendwie die Schweizer Landwirtschaft wird im Boden stampfen oder irgendwie die kaputt machen. Es geht darum, dass man die eben längerfristig auf eine ökologische Produktion umstellen. Das ist ja der Punkt. Und der Wandel wird kommen, der wird sowieso, der muss kommen. Wir haben das Klimaproblem, wir haben die Probleme mit den Pestiziden. Und ob der jetzt kommt, oder in 10 Jahren, oder in 20 Jahren, wird kommen. Und den müssen wir schon jetzt machen, weil jetzt sind die Probleme gravierend, jetzt können wir es noch aufhalten. Und den müssen wir den Wandel jetzt fördern. Und gerade noch zu den Kosten. Also, das ist ein volkswirtschaftliches Prinzip, dass wenn man mehr produziert, gerade jetzt auch im Biobereich, momentan ist es das so, dass das eher ein Nischengebiet ist, wo halt eben durch kleinere Produktionsmenge halt Stückanzahl, dann eben teurer ist. Und wenn man da jetzt eben auch umstellt auf größere Mengen, dann sinkt eben der Preis pro Stückzahl. Und da führt dann eben auch zu einer günstigeren Produktion im Biobereich, als das momentan der Fall ist. Und gerade noch etwas, was ich möchte anfügen zu dem, was du, Mario, vorhin gesagt hast, zu der Übergangsfrist von 8 Jahren. Das ist aus meiner Sicht eine sehr faire Übergangsfrist. Ich meine, klar, wir können sagen, 1-2 Jahre, das wäre dann doch sehr happig für die Landwirte, da stimme ich zu. Aber wir können ja sicher auch nicht sagen, 20 Jahre, weil bis dann sind die Probleme schon viel mehr vorgeschritten. Von dem her sind die 8 Jahre eine sehr faire Lösung. Und ich möchte auch noch schnell aus dem Initiativtext zitieren, wo es heisst, in Bezug auf den Bund, er kann die landwirtschaftliche Forschung, Beratung und Ausbildung fördern und Investitionshilfen leisten, sofern damit die Landwirtschaft im Hinblick auf die Buchstaben A und G sowie auf Absatz 1 unterstützt wird. Das heisst, der Bund tut eben wirklich aktiv die Landwirte eben auch unterstützen bei dem Wandel. Also es geht eben um Investitionshilfe, es geht um Forschung und darum hat sich da der Bund oder beziehungsweise eben das Initiativkomitee von dieser Trinkwasserinitiative sehr wohl überlegt, wie man eben die Landwirte kann unterstützen bei dem ökologischen Wandel. Und der ökologische Wandel, er muss kommen und er muss sofort kommen. Ja, was du jetzt bei Vorbereitung sagst, ist ein alter Zopf, das steht schon lange in der Verfassung. Das Einzige, was neu ist, ist da der Absatz A und D, die zwei Artikel, die sind nur betriebseigenes Futter und kein Pestizid. Ja, nein, die Initiative ergänzt nur den Verfassungsartikel. Das ist vorher schon drin gestanden. Also der Bund hätte das vorher schon können. Jetzt ist es einfach verboten zum Fördern, sondern nur noch, wenn man pestizidfrei produziert und nur betriebseigenes Futter. Und halt, jetzt bin ich dran. Vorher hast du gesagt, jetzt muss man ökologischer werden. Die Landwirtschaft ist schon lange dran. Das ist nicht das Problem von jetzt. Wir werden immer besser. Und das, was man mit diesen Initiativen macht, ist, ich bin Biolandwirt, ich bin am Umstellen auf Bio. Ich 2000 Legehennen zu, im Oktober würde ich einstellen. Ich habe das Gefühl, ich mache etwas Gutes, ich tue mich ökologisch ausrichten. Wenn die Initiative ankommt, habe ich noch 8 Jahre Legehennen und dann ist der Stall einfach leer. Einfach leer. Und dann haben wir noch Eierimport vom Ausland. EU ist Käfighaltung zu 80% Eier aus Käfighaltung. Das sind so die Käfig, 5 Hühner drin, kein Auslauf, nichts. Keine Schaffläche, nichts. Eigenheit, ab das Futter und vorne am Bändchen. Können Sie den Grind das Löchchen rausheben, dann könnt ihr direkt Eier essen. Wollt ihr das wirklich? Wollt ihr das wirklich? Also und dann, damit produzieren, wir werden den Produktionsverlust haben. Weil wir können nicht mehr so viel Ackerbau machen. Wir können keine Herdöpfel mehr produzieren im Biolandbau. Reins Bioland, Schweiz gibt keine Herdöpfel mehr. Also nimmt die Selbstversorgungsgrad ganz klar ab. Und auch Raps und alles wird nicht mehr gehen. Es gibt keine Anbau von Herdöpfeln in diesem Stil, in diesen Formen. Auch wenn ihr sagt, mit Monokultur, wenn wir nicht Monokultur machen, haben wir eh nicht. Wir haben Fruchtfolgepflichten in der Schweiz. Aber mit Permakulturen werden ja Herdöpfel nicht anbringen, um alle Schweizer zu ernähren. Und das, was wir importieren, ist viel minder, als das, was wir in der Schweiz haben.
Alles, was importiert wird aus EU-Raum und USA, hat 20% mehr Pestizidrückstände drin, weder dass wir jetzt hier in der Schweiz in den Schweizer Produkte drin haben. Und von Asien hat es 30% und mehr. Und eher verursachen so Import von diesen Giften. Und diese Pestizide landen auch im Grundwasser. Die wären nicht einfach von den Abwasserreinigungsanlagen ausgeschieden. Die landen auch im Grundwasser und verursachen auch Verschmutzungen. Und da fördern wir mit diesen Initiativen und nicht ökologisieren. Zuerst zu dem Punkt von der Investitionen, die du vorhin gesagt hast, ist genau das, was ich vorher erwähnt habe, dass die Forschung und das Geld, das in die Forschung investiert worden ist, um die Schäden, die verursacht worden sind, zahlen, das kann dann genau für das eingesetzt werden. Das ist der erste Punkt. Zweiter Punkt, immer so damit, ja, wir werden immer besser, ja, die Landwirtschaft ist ja dran. Um das geht es nicht, um das verneinen, aber jetzt im Moment, ich will meine Ehefrau landen, ich will meine vier Punkte jetzt schnell durchmachen. Die Klimakrise rast. Sie rast. Wir haben ein Pariser Klimaabkommen, wo wir bis 2050 auf Netto Null sein müssen. Was meiner Meinung nach eh ein bisschen spät ist, weil dann ja die ganze Welt auf Netto Null muss sein, beziehungsweise wir müssen dann als Schweiz Reichsland eine kleine Vorreiter in Rolle aufnehmen. Also, ja, wir haben uns vielleicht verbessert, aber wir müssen uns noch massiv verbessern, um nur schon da entfernte Ziele zu erreichen. Dritter Punkt. Das, was du vorhin gesagt hast, damit dass du dich einschränken musst als Biobauer. Das hat eine unabhängige juristische Einschätzung gegeben, die sagt, dass Biobetriebe von dieser Initiative nicht betroffen sind, sie sich also nicht einschränken müssen. Also, letzter Punkt, dass wenn man Produkte importieren muss, dass die dann noch viel schlimmer sind. Ja, da haben wir die Sache in der Hand. Wir können da Auflagen erlegen, dass das genau nicht passiert. Das ist also einfach eine Frage vom politischen Willen. Mal. Ich möchte Mario zuerst eine Replik zugestehen. Und dann haben wir schon die ersten zwei Fragen aus dem Publikum, die ziemlich genau in diesen Bereich eintreffen. Ich möchte kurz auf deinen Ansatz kommen. Du hast selber gesagt, Bio-Lebensmittel sind ein Nischenprodukt. Und das macht heute genau 10% aus auf dem Schweizer Lebensmittelmarkt. Also sprich, nicht einmal alle, der ganze Wähleranteil der SP kauft biologisch ein. Und vorher hast du liberale Ansätze geredet und jetzt sagst du, ja, Bioprodukt ist ein Nischenprodukt, aber das müssen es alle konsumieren. Also du verrennst dich ein bisschen der Argumentation, weil es ist alles andere als liberal. Man zwingt am Konsument biologische, wenn er regionale Lebensmittel will konsumieren, zwingt er ihn auf, zum Bioprodukt zu konsumieren. Und was haben wir jetzt gesehen? Ich weiß gar nicht, wie ich es sehe. Vielleicht komme ich nachher wieder drauf. Ich will eigentlich. Es sei denn, wir schaffen sie in zwei Sätze. Sonst machen wir weiter. Okay. Weil wir bleiben, keine Angst, wir bleiben beim Thema Bio und Import. Wir haben zwei Fragen. Die erste Frage ist eben, ihr redet immer von dem Import, wo Qualitätsanforderungen erfüllt. Jemand im Chat bzw. auf Slido sagt, ob euch nicht bewusst sei, dass man bereits jetzt nur noch Produkte importieren darf, die gewisse Qualitätsstandards erfüllen. Und wo ist die zweite Frage? Wenn theoretisch wäre es Diskriminierung, wenn wir nur noch biologische Dinge importieren, das ist nicht umsetzbar. Du sagst, so ein Ding sei nicht. Wir bleiben noch gerade bei dieser Frage und gehen noch auf die zweite. Ihr sagt, es wäre nicht umsetzbar, dass wir ökologische... Nein, es wäre schön, wenn die Schweiz souverän entscheiden, aber so ist es nicht. Also wir sind ja Bio-Regeln gefunden. Und wenn wir sagen, wir kaufen nur noch biologische Lebensmittel, die wir nur noch importieren, dann verstoßen wir gegen WTO-Regeln. Also die Schweiz kann sehr wohl gewisse Standards auch bei den Import setzen. Und das ist wieder die Bürgerlichen, die da wirklich die Sachen blockieren. Also gerade bei so Regelungen, Massentierhaltung, ich glaube, da ist klar, dass eben Grüne, dass wir da für strengere Regelungen sind. Und das ist völlig klar, dass dann immer im Parlament eben die Mitte, SVP, dass die Sachen blockieren. Also, wir müssen jetzt auch nicht so darstellen, als würden die Sachen unterstützen und nachher im Parlament wird es wieder von SVP-Seite, von der Mitte-Seite abgeschmettert. Also, das kann es auch nicht sein. Und das Gleiche haben wir bei der Agrarreform gesehen, wo kürzlich abgeschmettert wurde, ist AP 2022, wo wirklich nachhaltige Produktion oder nachhaltige Umstellung auf die Landwirtschaft hat wollen fördern und wo jetzt so quasi blockiert ist, weil eben die bürgerliche Seite, die SVP und vor allem auch die Mitte da wirklich einfach blockiert und dass man jetzt wirklich die Landwirtschaftspolitik de facto blockiert ist. AP 22, das sind doch Gumpen. AP 22 plus. Wir sind ja am Studieren, muss ich jetzt eins sagen. Haben wir die Arbeit gelesen, den Bericht dazu? Wahrscheinlich nicht.
Wenn ihr die Arbeit lest, stehen euch die Haare zu Berg. Nur schon die Zahlen, die genommen sind, sind teilweise veraltet, teilweise hat es einen riesigen Widerspruch drin. Mit so einer Arbeit vom Bund kann man nicht arbeiten. Darum ist die Arbeit blockiert worden. Das hat nichts damit zu tun, dass die Landwirtschaft nicht nachhaltiger werden wird. Das Parlament hat reagiert und die parlamentarische Initiative Pflanzenstutzreduktion eingeführt. Und die kommt schon ab dem 23. zu tragen und ist massiv und zielt genau dort an, wo der Pestizideinsatz kommt. Und nicht einfach mit irgendeinem Verbot von Direktzahlung für alle Landwirte, die ein bisschen etwas verbrechen, durchzustieren. Also dort hat das Parlament reagiert und das hat nichts mit dem zu tun. Die Agrarpolitik 2022, ich mache euch jetzt einen Vergleich. Das ist wie, wenn du bei deinem Studium, beim Abschluss, eine miserable Arbeit schreiben, eigentlich hättest du einen Zweier, und der Lehrer kommt nachher und sagt, ja, du bist der Klassenbeste, du hast jetzt gleich einen Sechser, aber die Arbeit ist eigentlich mit einem Zweier benotet. Wenn die durchgekommen wäre, wäre es genau gleich. Das ist miserable Arbeit. Das ist einfach, dass die Reform eben genau richtig nachhaltigere Landwirtschaft geht. Das sind die Fakten. Und wenn euch wirklich die nachhaltige Landwirtschaft so wichtig ist, dann bringt doch selber mal Vorschläge, wie ihr auf eine nachhaltige Landwirtschaft umstellen wollt, anstatt einfach bei allen Initiativen, bei allen Vorstössen, von grüner Seite, einfach Nein zu sagen. Dann bringt selber mal Vorschläge, anstatt einfach zu kritisieren, Nein zu sagen. Das kann es auch nicht sein. Ich kann nicht ganz genau auf das drauf eingehen, weil ich in diesem Bereich echt keine Expertin bin. Aber ich würde sagen, dass es von bürgerlicher Seite Klima- und nachhaltige Initiativen abgeschmettert wird, auch bei ganz anderen Sachen. Ich glaube, da, über das müssen wir gerne diskutieren. Da. Es ist ein Gesamtbild. Entschuldigung, ganz kurz, ich muss kurz rein, bitte. Einfach einen nach dem anderen, weil sonst kommt jeder heim nichts mehr mit über. Ganz kurz, hast du noch etwas zuzufügen gehabt? Sonst habt ihr jetzt eine Replik und du nachher einen Duplik. Du darfst nochmal ausführen. In der Landwirtschaftspolitik, und es trifft hier nur die Landwirtschaft, also alle anderen Branchen, die auch Pestizide und Zeug einsetzen, sind nicht betroffen. He? Überhaupt nicht. Die Landwirtschaft hat mit der parlamentarischen Initiative, jetzt hat das Parlament beschlossen, dass man genau dort ansetzt, wo Probleme herum sind. Und die Initianten reden jetzt hier schön von, man darf Inlandfutter verteilen. Im Verfassungstext steht da betriebseigenes Futter. Das heisst, ich darf nur noch das Futter, das ich auf meinem eigenen Betrieb produziere, verwenden für meine Tiere. Das heisst, ich müsste eigentlich für meinen Betrieb etwa 30 Kühe zutun und Vollgas Milch produzieren. Dann würde es für meinen Betrieb aufgehen. Aber ich weiss nicht, ob das Ziel ist, wenn ich für meinen Betrieb nur das mache, weil dann müsst ihr viel mehr Milch trinken. Und ich weiss, Bio ist eine Nische. Es gibt ganz viele Bio-Betriebe, die gerne konventionelle Betriebe, die umstellen auf Biolandbau. Ich habe einen Bio-Umstellungskurs gemacht, der geht 7 Tage. Und ich habe dort einen Haufen Bauern getroffen, die gesagt haben, schau, ich habe 2 Jahre Umstellungszeit, dort habe ich noch nicht den Biopreis. Und nachher muss ich ein halbes Jahr warten, bis ich den Biopreis von der Milch überkomme, weil es am Markt überhaupt nicht gefragt wird. Was passiert mit dieser Milch? Es ist ein halbes Jahr Vollknospe bei Bio. Sie fließt in den konventionellen Markt hier, weil es keinen Markt gibt für Biomilch. Und so geht es mit Fleisch und allem auch. Das Einzige, was funktioniert, ist die Eier. Darum bin ich am Umstellen auf Bio-Eier. Ich möchte ganz kurz, bevor ich euch auf diese Aussage antworte, noch ganz kurz sagen, zu dem mit dem Futtermittel, da muss man euch entgegenhalten, dass da sogar der Bundesrat in seiner Botschaft gesagt hat, dass Betriebsgemeinschaften zulässig sind. Und dort, und der Text ist auch ein Argumentarium vom Ja-Komitees, wo es ständig ihre eigene Initiative abschwächt, ist ja schön und gut. Aber 100'000 Leute haben für diesen Initiativtext unterschrieben und die Schweizer Bevölkerung wird über diesen Text unterschrieben und das Parlament wird diesen Text umsetzen. Und nichts anderes. Und das steht zu dem kommt hinzu. Und es ist nicht der einzige Bereich, was nicht durchgedacht ist. Es gibt Erhalt. Jetzt sind wir noch eigentlich beim Bereich vorher und nachher könnt ihr ja gerne wieder etwas Neues aufbringen. Ich möchte gerne auf den Bereich eingehen, von wegen, wir reden hier über die Landwirtschaft. Klar reden wir über Landwirtschaft, über ökologische Landwirtschaft. Trotzdem müssen wir das Gesamtbild sehen. Es gibt andere Bereiche, eben in der Umweltpolitik, in der Klimapolitik, und die können wir nicht einfach ausblenden, weil das sind eben die gleichen Probleme, das sind wirklich immer. Jetzt gab es die SVP, die beim CO2-Gesetz wieder klimmt, die bis vor 10 Jahren sogar noch
irgendwie der menschengemachte Klimawandel gelügnet hat. Also da muss man schon sagen, es ist ein Gesamtbild, die Artenvielfalt, die hängt eben zusammen mit so Problemen, mit dem Pestizidinsatz, mit dem Klimawandel. Das ist ein Bild, das da zusammenhängt. Und darum muss man die Sachen schon auch berücksichtigen. Man muss das Gesamtbild sehen, man kann da nicht einfach ausblenden. Und gerade noch zu dem Initiativtext. Klar gibt es gewisse Regelungen, das ist immer so, aber das ist eine Verfassungsänderung, die da angestrebt wird und dementsprechend ist die Initiative eben auch breiter formuliert als jetzt zum Beispiel ein Gesetz, das law wird, ein CO2-Gesetz und da wird dann eben nachher im Parlament eben entsprechend umgesetzt. Und darum wird da eben im Parlament nachher ausgelegt und bei allem Respekt, aber ich glaube nicht, dass das bürgerliche Parlament die Initiative jetzt enorm streng wird auslegen. Also ich glaube, da wird es definitiv noch zu Anpassungen kommen. Da haben wir auch schon bei anderen Initiativen gesehen. Wir müssen jetzt nicht davon ausgehen, dass da die strengste Auslegung dann wird vonstatten gehen, wie ihr, mit der könnt ihr ja immer argumentieren. Also da wird sicher noch zu Anpassungen kommen. Das Initiativkomitee hat da auch schon Gesprächsbereitschaft signalisiert, dass man in gewissen Bereichen, gerade bei den Pestiziden, da nicht immer die strengste Formulierung muss nehmen. Also da ist, dass man da jetzt einfach immer von der strengsten Formulierung ausgeht, wo eben gar nicht so klar ist, weil es ja eben entsprechend breit formuliert ist, das ist dann schon nicht ganz korrekt. Ich möchte ganz kurz, vor deiner Replik möchte ich noch ganz kurz anmerken, dass im Chat gerade noch angemerkt worden ist, man sollte doch bitte mal aufhören, immer nur Parteien zu bashen und uns auf die Initiative konzentrieren. Also wäre super, wenn die Diskussion auch wirklich sich auf das fokussieren würde, so gerne wir noch über ganz viele andere Sachen würden diskutieren, was beide oder Parteien vom ganzen Spektrum schon mal gemacht haben und nicht gemacht haben. Aktuell reden wir über Trinkwasserinitiativen und um das soll es auch gehen. Also wäre es cool, wenn wir uns da wirklich auf das einhängen könnten, weil sonst wird die ganze Diskussion zu breit. Danke vielmals. Jetzt kannst du deine Replik und nachher darf Anna auf die wiederum antworten. Schwingt ein bisschen der Vorwurf durch, dass die SVP allem böse ist und so weiter, weil wir einfach andere Gründe sehen und auch negative Auswirkungen sehen und wir uns zum Teil dementsprechend dagegen stellen. Und jetzt nochmal zu der Initiative. Es hat mehrere Bereiche, die zeigen, dass die Initiative nicht durchdenkt ist. Man reicht keine Initiative ein und schwächt sie dann bei der Einreichung das erste Mal ab. Nachher während dem Abstimmungskampf schwächt man sie dann nochmal ab, weil man merkt, dass sie so nicht umsetzbar ist. Und es gibt verschiedene Punkte. Das ist das eine, das ist eben das Futter, mein betriebseigenes Futter. Dann schon der Titel. Keine Subvention für einen prophylaktischen Antibiotika-Einsatz. Der ist seit dem 99 verboten. Und ihr schaut jetzt gerade ein bisschen baff rein, darum staune ich, dass ihr das nicht wisst. Und ein weiterer Punkt, auch Pflanzenschutzmittel. Ja, das schließt der Biomittel ein. Das sind auch Pflanzenschutzmittel. Und das sind jetzt drei massive Punkte in der Initiative, wo ihr sagt, das Parlament wird das anpassen. Das Initiativkomitee hat Bereitschaft erklärt und so weiter. Aber das ist kein politischer Prozess in Initiative, weil man das dir so umgesetzt wird. Happiger Vorwurf, gehört immer wieder. Ist die Initiative nicht durchdenkt oder ist sie eigentlich besser, als er immer vorgeworfen wird? Die Sachen, die gesagt worden sind, erste mit dem betriebseigenen Futter. Der Bundesrat hat in seiner Botschaft gesagt, dass Betriebsgemeinschaften zugelassen sind. Also reden wir gerne nicht mehr drüber. Es ist so. Punkt. Nächster Punkt. Und jetzt Moment. Und linker wie der, Moment. Und linker wie der Bundesrat wird es. Und linker wie der Bundesrat. Ja, das ist das, was du vorher gesagt hast. Gut. Nächster Betrieb. Unter einer pestizidfreien Produktion versteht die Initiative eine Lebensmittelproduktion, die keine chemisch-synthetischen Pflanzenschutzmittel einsetzt. Die im Biobau, Landbau eingesetzten Stoffe sind von der Initiative nicht betroffen. Punkt. Nächster Punkt. Ja, nein, okay. Darfst du jetzt mal reagieren? Ich muss das noch nachlesen. Steht dort, aber im Initiativtext in der Verfassung steht Pestizide Überbegriff. Und das Traurige ist noch, Pestizide Überbegriff betrifft auch Biozide und Desinfektionsmittel. Also wenn ich irgendwo ein Problem habe, in meiner Fütterungsanlage für die Liege, dann kann ich die nicht einmal mehr reinigen mit heißem Wasser und das c'est la vie. Und alles, was Milch und so betrifft, auch. Also die ganze Lebensmittelsicherheit nimmt massiv ab. Ihr müsst dann vielleicht einfach Milch trinken, die ein bisschen höhere Keimzahlen drin haben. Vielleicht sind wir dann nicht ganz so gesund. Das Parlament so wird ausarbeiten. Wir reden nicht über Parteien. Wir diskutieren über den Initiativtext und dann mit dem betriebseigenen Futter. Das Jahr ist jetzt gerade so ein Jahr. Ihr seht, überall steht noch, das Gras ist zwar wunderschön, aber das Gras wird alt, der Futterwert wird schlecht. Und wenn jetzt nicht der Zeitpunkt kommt, dass das Wetter schön wird, dass wir heuen können, also diese Wochenende könnt ihr euch freuen, sind alle Bauern am Maien, dann hätten wir ein massives Problem, dann könnten wir unsere Tiere nicht mehr ernähren. Und ich habe dummerweise eine alte Schür, habe noch 23 Rinderplätze zum Beispiel. Ich bin darauf angewiesen, dass ich mein Futter verkaufen kann.
Und ich bin darauf angewiesen, dass ich für die Legehennen Ackerbaufutter zukaufen kann, um sie zu ernähren. Ich mache dafür ein gutes Produkt mit Eier. Das Problem ist, ich kann das nachher nicht mehr. Ich kann nicht Betriebsgemeinschaften mit dem und dem und dem machen und das Futter zukaufen. Manchmal gibt es halt Jahre, wo es dann vielleicht aufgeht mit dem Betrieb zusammen, wenn ich jetzt einen Betrieb finde, der zusammenpasst. Und manchmal gibt es Jahre, wo das Wetter nicht stimmt. Dann muss ich können fremdes Futter zukaufen. Das geht auch nicht, auch wenn es steht, Betriebsgemeinschaft ist zugelassen. Im Text steht immer noch eigenes Futter. Ich möchte reinhängen, es ist jahrelang immer gesagt worden, die Landwirtschaft muss sich spezifizieren, muss sich spezialisieren, es geht nicht mehr, dass jeder Bauer alles macht und dementsprechend hat sich die Landwirtschaft auch gewandelt. Und wenn man jetzt schaut, Schweinezucht oder Schweinemast und Hühnerbetrieb, da sieht es Legehennen oder auch Hühnerzucht, die haben meistens keinen eigenen Boden. Und das gibt massive Probleme. Ihr vernichtet die Produktion, eine inländische, kontrollierte, nachhaltige Produktion. Ich möchte da gerade mich zuerst noch kurz bedanken. Wir haben nämlich das Ganze automatisch in die Richtung gelenkt, wo ich sowieso haben wollte. Wir haben jetzt sehr lange immer über Pestizide geredet und kommen jetzt langsam zu dem Futtermittelthema. Und zwar eben hat das Ganze, die ganze Initiative hat ja mehrere Aspekte. Einerseits, ist das Ziel, Pestizide zu reduzieren, aber andererseits sagen die Initianten ja auch, wir haben viel zu viele Tiere in der Schweiz, die viel zu viel Gülle produzieren, was ebenfalls einen negativen Einfluss auf unser Grundwasser hat. Und wäre eben genau meine Frage, auch, ist das so? Müssen wir in der Schweiz einfach radikal unseren Tierbestand reduzieren, um unser Trinkwasser zu retten? Wir müssen sicher zuerst mal auf eine ökologische Landwirtschaft umstellen. Dazu gehört aber sicher auch eine gewisse Reduktion von der Tiermenge. Also wir haben sogar vorher gehört, eben die Güllebelastungen, die führen eben zu so Nitrat-Ansammlungen, die eben das Trinkwasser massiv belasten. Also das ist sicher ein Problem, wo eben gerade durch die Futtermittel-Import massiv eben gefördert wird. Und darum eben hat es auch die Passage in dem Initiativtext, wo das Problem konkret angeht, eben mit der Kraftfuttermittel-Problematik, wo da eben wirklich thematisiert wird. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, nebst eben den Pestiziden und eben den Antibiotika, dem prophylaktischen Antibiotika. Zuerst der Philipp und dann Dana. Ihr würdet uns ja direkt streichen, wenn wir nicht einhaltet, was ihr da sagt. Da muss ich sagen, eigentlich könnt ihr genau die Betriebe bevorzugen, die Futter und Zeug importieren müssen, weil die werden sich irgendwann sagen, an einem Punkt sein, entweder Direktzahlungen ja oder nein. In der Direktzahlungsverordnung steht ganz klar geschrieben, wir müssen eine Swiss-Bilanz rechnen, das ist eine Dünger-Nährstoff-Bilanz. Und dort musst du im Computer eintragen, wenn du Gülle zuführst oder Nährstoff zuführst oder fortführst von deinem Betrieb. Und die Zahlen sind festgelegt, das sind wissenschaftliche Zahlen, wie viel Nährstoff braucht welche Kultur, welches Boden. Wir müssen Bodenproben nehmen von unserem Boden, wie der beschaffen ist, um zu sagen, ist der aufnahmefähig für diesen Nährstoff oder nicht. Und wir dürfen dann nach diesen Proben düngen und nach diesen Werten, die diese Pflanzen, diese Kulturen haben, dürfen wir Dünger ausbringen. Und wenn ich Futter zukaufe, muss ich das einrechnen. Wenn ich Futter verkaufe, kann ich das auch einrechnen. Dann führe ich Nährstoff fort, kann ich dafür Nährstoff zuführen, führe ich Nährstoff zu. Also Futter, dann muss ich Nährstoff wegführen. Das ist alles in dem ÖLN inne geregelt, wo in der Direktzahlungsordnung inne ist. Es gibt einen Haufen Betriebe, die bei Annahme dieser Initiative vor der Frage stehen, will ich noch Direktzahlungen? Oder ist es wirtschaftlicher für mich, zum Direktzahlung zu verzichten, muss ich nicht mehr 7% Öko-Biodiversitätsflächen haben, kann ich voll intensiv produzieren. Und dann gibt es die anderen, die gestraft sind und nicht mehr produzieren können und halt vielleicht dann auf Ökologen sein. Also, ganz kurz, sehr standard. Ich möchte gerne von der Aussage von vorher, wo uns vorgeworfen worden ist, dass wir jetzt ganz verwundert reinschauen, wegen dem Einsatz der Antibiotika. Also, genau, vom prophylaktischen Einsatz von Antibiotika. Generell darf man weiterhin prophylaktisch Antibiotika einsetzen. Was man nicht darf, ist Antibiotika auf Vorrat abgeben, die heilen und dann im Betrieb selber verabreichen. Was aber überhaupt nicht der springende Punkt ist. Weil Prophylaxe sich ja weiter erlaubt, ist das bedeutet, schon bevor es Anzeichen von einer Krankheit ist, darf ich Tiergruppen mit Medikamenten behandeln. Zum Beispiel macht man das, wenn Tiere so eng eingepfercht sind, dass sich Krankheiten sehr schnell verbreiten. Was ja doch sehr schnell der Fall ist, war auch recht scheiße. Das hast du sehr schön vorgelesen. Aber ist es ein Fakt, dass wenn ein Tier schlecht geht, dann muss ein Tierarzt vorbeikommen und den Antibiotika-Einsatz genehmigen. Zudem wird alles in der Datenbank eingetragen und eben nochmal, die Landwirtschaft ist nicht so auf dem falschen Weg. Wir haben in den letzten 10 Jahren 50% Antibiotika-Einsatz reduziert und die Reduktion geht weiter.
Auch ohne die Initiative werden wir immer besser. Wir reden ja hier über den prophylaktischen Antibiotika-Einsatz und eben, wie gesagt, der führt zu massiven Problemen, auch gerade jetzt bei der Gesundheit. Da entwickeln sich antibiotikaresistente Bakterien. Das führt zu massiven gesundheitlichen Problemen, die eben dann auch gerade über das Trinkwasser Auswirkungen auf den Menschen sind. Und ich möchte da gerne schnell auf einen anderen Punkt eingehen, wovor genannt wurde, ist bezüglich dem Punkt, dass gewisse Landwirte dann einfach sagen, sie verzichten auf die Direktzahlungen. Und dann wird das Ganze noch viel schlimmer, weil die dann einfach viel intensiver sagen, produzieren. Also ich möchte da anmerken, wir haben auch unabhängig von den Direktzahlungen, von den Subventionen, haben wir ja Umweltziele, Umweltstandards, die wir festgehalten werden, unabhängig von den Subventionen. Also wir haben da gewisse Umweltstandards. Es ist nicht einfach so, dass die auf die Direktzahlungen verzichten, dass es die einfach schalten und walten, was wollen und unsere Umwelt zerstören. Wir haben da auch gewisse Standards, die unabhängig von den Direktzahlungen gilt. Und darum ist es jetzt da schon nicht ganz richtig, wenn man einfach sagt, dass nachher einfach die verzichten auf die Direktzahlungen und nachher und der Umwelt schadet. Also die Umwelt wird garantiert. Die Universität, das garantiert schaden. Das ist aber wieso die Direktzahlungsverordnung in der Stadt, die Biodiversität schaden. Will ich dann 7% Ökoflächen machen, Biodiversitätsflächen. Dann kann ich alles, das gesamte Land, Acker machen, genießbar machen, man kann Fruchtfolgen mehr einhalten, kann eben dann Monokulturen anbauen, bin nicht verpflichtet, um irgendetwas zu machen. Das Einzige, man muss das Gewässerschutzgesetz einhalten und das Tierhaltungsgesetz. Und alles, was irgendein BTS und Rausbeiträge ist, ist alles gefördert über Direktzahlungen. Das sind Förderbeiträge, Leistungsgelder. Ihr redet immer von Subventionen, das ist falsch. Es ist nicht einfach ein da hast du das Geld. Wir sind gebunden an Leistungen, die wir erbringen, die der Konsument am Produkt nicht zahlt. Da wird nicht bezahlt. Direktzahlungen sind eingeführt worden 1993, um genau den Cut zu machen, dass der Konsument ein günstiges Lebensmittel bekommt und der Bauer dafür für seine ökologischen Leistungen abgeholt wird, dass wir eben sagen, wir lassen unsere Obstbäume stehen und so. Dass wir so Zeug machen und ökologische Biodiversitätsleistungen haben. Und die sind im 93 eingeführt worden. Und seit dem 93 hat die Biodiversität zugenommen und die Ökologie auch. Wir sind dort auf dem Weg. Das Ziel ist noch nicht erreicht, das ist uns bewusst, aber wir sind auf dem Weg. Und da mit dem Antibiotika. Kein Bauer hat Interesse, zum prophylaktisch irgendwo Antibiotika einsetzen. Das kostet nur. Wenn der Tierarzt kommt, ich habe einen Rind gehabt, der gefunken hat, dann hat er es untersucht. Hat er Antibiotika gespritzt? Nein, aber er hat mir genau zwei Spritzen da gesagt, am Abend nochmal und am Morgen nochmal Spritzen. Und ich habe nicht einfach ein Schächtel wie in der Humanmedizin, wenn ich etwas habe, dann gibt es mir ein Schächtel, nimmst drei Pillen, die anderen zehn hast du noch. Was machst du denn, wenn du wieder mal etwas hast, dann nässt du es einfach oder rührst es fort. Die Resistenzenprobleme, die kommen nicht aus der Landwirtschaft. Die Landwirtschaft hat dort gearbeitet und ihre Aufgaben erfüllt. Das ist ein anderes Problem, da könnt ihr nicht der Landwirtschaft in die Schuhe schieben. Rast zum Punkt, wie gibt es noch einen Rast zum Punkt, dass die ganze Situation sich verschlimmern wird. Ja, aber ihr lernt jetzt noch ganz so acht, dass genau auch mit den Investitionen, wo denn ja möglich sind und wo Betriebe unterstützt werden, zum biologisch werden, sich auf Bio-Welt umstellen und dass da ein Wandel wird stattfinden. So. Genau durch die Lenkungsjagd. Die führt eben genau dazu, dass viele Betriebe eben auf die Bioproduktion werden umstellen und vielleicht gibt es einen kleinen Prozentsatz, wo die vielleicht ein bisschen umweltschädlicher Bio produzieren, aber der Großteil wird eben durch die Lenkung eben umweltfreundlicher produzieren. Und es ist schon komisch, dass ihr jetzt behauptet, dass eine Initiative, die eben genau das Biodiversitätsproblem im Grund angeht und eben genau die Probleme bekämpft, dass ihr behauptet, dass die Initiative der Biodiversität schadet. Also das ist schon sehr absurd, muss ich sagen. Ich sehe nicht, wie du kannst sagen, es sei eine Lenkung. Es ist ja gar keine Lenkung, es ist nur, dass der Bund kann verbieten, dass man Direktzahlungen überkommt. Mal, das steht so rein. Aber es geht um Lenkung, dass eben... Es steht im Initiativtext, dass der Bauer keine Direktzahlungen überkommt, wenn er Pestizide setzt. Das ist doch ein Verbot von Direktzahlungen bei Pestizideinsatz. Aber es ist kein Verbot von Pestizideinsatz. Nein, aber es ist ein Verbot. Ja, aber das ist ja keine Lenkung. Doch, sicher nein, schon. Eine Lenkung ist, wenn man ansetzt, da und da und da. Und das andere ist, wenn der Verbot... Jetzt haben wir den Faden verloren. Wenn der Verbot ankommt, dann tun wir nicht lenken, dass es ökologischer wird. Sondern er macht genau, jetzt gibt es eine Pattsituation. Er sagt ja schon, wir sollten den Initiativtext noch ausschaffen. Er sollte ja jetzt zu Trägen kommen und bis in die 8 Jahre sollte man den umsetzen. Bis man ja die Umsetzung angehen kann, muss man ja wissen, was dort reinsteht. Das Parlament hat da schon lange aufgegriffen mit den Pestiziden und der gilt ab dem 23. und ist
einschneidend für die Landwirtschaft mit den Pestiziden. Und da mit dem, ja, da ist die Pattsituation, dann sind wir wieder gleich wie mit der Agrarpolitik 2022. Ich kann hier behaupten, dass die Initiative in meinem Land nicht effektiv die Universität würde jetzt gut kommen. Aber es ist doch ein Witz, wenn wir in der Landwirtschaft Produktion so dermassen runterfahren. Logisch kann dann nichts mehr kaputt gemacht werden von uns. Die anderen machen weiter wie bisher, die anderen Sektoren. Aber dafür vom Ausland einen Haufen importieren. Das hat eine massive Auswirkung auf die ganze Umweltlage. Und die kommen aus schlechteren Standards. Und zudem fördert es auch die Food Waste. Einerseits, weil wir schon auf dem Feld den Ertrag verlieren, obwohl der Boden belastet worden ist. Nur Pflanzen. Und andererseits auch, weil in der Lebensmittelindustrie die Desinfektionsmittel und Schädlingsbekämpfung nicht mehr eingesetzt werden können. Die Haltbarkeit hier wird massiv leiden. Und somit haben wir mehr Food Waste, weniger regionale Produkte, mehr schlechte Importe. Und wie ihr das unterstützen könnt, das kann ich einfach nicht verstehen. Ich möchte ganz kurz, aufgrund von der Zeit, ich möchte euch je noch einmal die Möglichkeit geben, eine Replik auf das zu geben. Dann habe ich noch zwei Fragen aus dem Chat, die ich gerne noch einbauen würde. Und dann würden wir dann schon fast zu den Schlussworten kommen, weil, wie so oft bei einem Podium, einig wird man sich selten zwischen den zwei Seiten. Das ist so eine Eigenschaft, die Podien halt haben. Aber darum gerne nochmal eure zwei Worten, eure Antwort auf das, was der Mario gesagt hat, bevor wir noch auf die Frage aus dem Chat gehen. Kurz nochmal, ich glaube, ganz am Anfang schon mal gesagt, dazu, dass pestizidfrei weniger Erträge bedeutet. Zwei Punkte, ich wiederhole es gerne. Erstens, die Gelder, die jetzt für die Forschung von den Schäden, die das Pestizid verursacht haben, benutzt worden sind, die werden genutzt, um ihren Betrieb zu unterstützen. Erster Punkt. Nein, beziehungsweise, durch das wird Innovation gefördert. Das heisst, wir schaffen daran, dass wir, Moment, wir schaffen daran, dass man auch effizienter und mehr kann biologisch produzieren. Zweiter Punkt, eine internationale Studie hat gesagt, dass pestizidfrei nicht weniger Erträge bedeutet. Auf Tour. Es ist eine Studie von der China Agricultural Society. Anyway, nächster Punkt. Moment, kann ich bitte weiterreden, meinen Punkt noch ganz rasch fertig machen. Der Rest, den ich jetzt noch rasch sagen würde, was auf Tour dazu führt, dass 30% weniger Fläche für den gleichen Ertrag benutzt werden muss. So, du. Also ich möchte gerne schnell auf die zwei Punkte kommen. Das eine nochmal die Unterscheidung Verbot und Lenkung. Also Verbot sind wirklich, wenn Pestizide verboten werden. Das ist bei der Pestizidinitiative der Fall. Da reden wir wirklich von der Lenkung, weil sie eben über die Subventionen, über die Direktzahlungen läuft. Und doch auch wirklich, ich habe es am Anfang schon erwähnt, da muss der Steuerzahler eben auch wörtlich können mitreden, dass eben die Gelder in eine nachhaltige Produktion laufen. Also da muss man wirklich genau sein und unterscheiden zwischen Lenkung und Verbot. Also die Initiative basiert klar auf Lenkung. Und das Zweite, was ich noch schnell möchte sagen zu Mario, bezüglich den Import. Also den freue ich mich aber sehr, dass ihr von der SVP künftig euch werdet einsetzen für strengere Import. Regelungen eben gerade bei Tierschutz. Also da freue ich mich sehr auf eure Unterstützung, wenn euch das wirklich eine Herzensangelegenheit ist. Es ist mir eine Herzensangelegenheit, dass wir regionale Produkte sehr hart arbeitende Bauern nicht einfach kaputt machen. Und genau das machen die. Und das ist ein abstruses Argument, dass man längerfristig sieht, 30% weniger Boden braucht für die gleiche Menge im Bioanbau. Da hast du jetzt eine Forschung tief im Internet gefunden, wo das sagt, aber da gibt es einen Haufen anderer, und vor allem auch, wenn man das in der Praxis sieht, dass das nicht der Fall ist. Bio hat heute schon weniger Ertrag und das wird auch zukünftig so sein. Selbstverständlich verbessert sich die auch, aber auch Bio kann es nicht ganz ohne. Und die dann bist du gut in Google. Ganz kurz, ich muss reingrätschen. Ich weiss, wir könnten hier noch wahrscheinlich nochmal eine halbe Stunde weiter diskutieren und würden nicht auf den grünen Zweig kommen oder nicht auf Einigung. Ich habe noch zwei Fragen, eine pro Seite. Zuerst an die Initiative ablehnen. Das hat jemand gefragt, ob ihr uns beschreiben könnt, wie ihr quasi wollt, den ökologischen Weg, den ihr anstrebt, eben zum Antibiotika reduzieren, Pestizide reduzieren, Gülle reduzieren. Oder ob ihr eigentlich davon ausgeht, dass jetzt alles da ist und man sich jetzt zurücklehnen mit dem, was gemacht ist. Wird sich die Landwirtschaft stetig verbessern und stetig wandeln. Und darum ist es zuerst mal wichtig, dass man Nein sagt zu dieser Initiative, damit der Forschungsstandort Schweiz nicht weiter geschwächt wird. Die Mittel werden immer besser. Es hat
Neu, es wird neu priorisiert, was bei Pflanzenschutzmitteln wichtig ist. Die werden immer umweltverträglicher. Und ich habe es vorhin schon angesprochen, heute sind wir bei 40%. 40% der verkauften Pflanzenschutzmittel sind Biomittel und das wird stetig zunehmen. Und auch bei Antibiotika, mit der Innovation, wo wir uns glaube ich, alle einig sind, dass die wird kommen oder die muss kommen, wird sich die Landwirtschaft können stetig verbessern und trotzdem noch produzieren. Frage an euch. Tut mir leid, wir müssen jetzt leider ein bisschen aufs Tempo drücken und darum uns mit der Replik zurücknehmen. Aber ich bin mir sicher, dass ihr da auch ganz viel dazu zu sagen habt. Die Frage an euch ist, es geht um Kupfer, nämlich Kupferspritzen, und es wird ja immer wieder vorgebracht, ja, wenn man nicht mehr darf mit normalen Pestizid spritzen, dann spritzen einfach alle mit Kupfer und das ist ja auch nicht wirklich besser. Habt ihr da etwas übersehen? Also ganz generell zu so Argumenten muss ich einfach sagen, wenn man dann einfach sagt, es verschlechtert sich, dann muss man halt die anderen Probleme anpacken, aber nur weil es noch eine schlimmere Variante gibt, heisst das nicht, dass man die Probleme, die da mit den Pestiziden auf dem Tisch liegen, dass man die jetzt einfach nicht mehr bekämpfen muss. Also das ist ein komisches Argument, dass nur weil es andere Probleme gibt, dass man diese Probleme nicht mehr bekämpfen. Ja, so, jetzt haben wir sehr viel gehört in der letzten Stunde, sehr viele Argumente von den beiden Seiten. Und wir würden jetzt zu den Schlussworten kommen von unseren Gästen, bevor wir dann zur Abstimmung kommen, wo ihr uns könnt sagen, wie ihr aktuell gedenkt, am 13. Juni abstimmen. Wir machen es in der umgekehrten Reihenfolge, wie wir angefangen haben mit den Schlussworten. Darum, Philipp, du hast das erste Schlussvotum in 30 Sekunden. Wieso sollen wir Nein sagen? Bitte stimmen Nein. Weil die Schweizer Landwirtschaft ist nachhaltig und wird nachhaltiger werden mit dem Weg, den wir jetzt haben und dem, den wir zusammen beschreiten können. Aber nicht mit so einer Initiative ist leider der falsche Weg. Und mit irgendwelchen Studien von China können wir nicht auf unsere Schweizer Landwirtschaft beziehen. Wir sind gut. Es wird nicht noch mehr Nahrungsmittelproduktion geben. Elias, warum sagst du Ja? Ich sage ganz klar Ja zu dieser liberalen Trinkwasserinitiative. Es ist höchste Zeit, dass wir den ökologischen Wandel eben nicht nur beim Klimawandel, sondern eben auch in der Landwirtschaft herbeiführen. Und da bietet wirklich die liberale Trinkwasserinitiative eine gute Lösung. Sie basiert auf Lenkungen, sie basiert nicht auf Verbot und sie schafft eben über die Direktzahlungen, die müssen angepasst werden, so dass eben weniger Pestizide in die Landwirtschaft ausgeschüttet werden. Und darum sage ich ganz klar Ja am 13. Juni zu der Trinkwasserinitiative. Mario, deine 30 Sekunden. Warum Nein? Ich sehe, du hast einen Flyer zu Hand. Zuschauer daheim, sagen Sie am 13. Juni zweimal Nein zu den Agrarinitiativen. Sagen Sie Nein zu mehr Food Waste. Sagen Sie Nein zu mehr Umweltbelastungen durch die Importlebensmittel. Und sagen Sie Nein zum 160'000 Arbeitsplätze zu riskieren für eine starke Landwirtschaft, die sich stetig weiter verbessert und die sehr hart arbeitet. Viele Berufe verändern die Welt, doch nur einer ernährt sie. Merci vielmals. Anna, du hast Schlusswort, bevor wir zur Abstimmung kommen. Warum Ja? Artensterben schreitet voran. Wir haben keine Zeit mehr, wir müssen handeln, wir haben gar keine Wahl. Wir sind jetzt weiter an dem Punkt, wo es nicht mehr anders geht, wie mit so eurer Meinung nach radikalen Initiativen. Weil die Landwirtschaft, so wie sie jetzt ist, nicht mit der derzeitigen Situation vereinbar ist. Und darum stimme ich am 13. Juni. Ja. Danke euch alle vielmals. Jetzt müsste auf Slido theoretisch in Kürze die Abstimmung aufgeschaltet werden. Jetzt müsste sie da sein. Jetzt kann man abstimmen. Muss ich euch mal abstimmen, damit ihr seht. Okay. Ich enthalte mich. Okay. Ja, hat aktuell einen Blitzstart angelegt mit 89-11%, aber aus Erfahrung geht es einmal ein Weile, bis sich ein klares Bild herauskristallisiert. Da wachen einmal noch viel. Wir sind aktuell immer noch 24 Zuschauer und Zuschauerinnen. Von dem her tut sich da sicher noch ein bisschen abgestimmt, haben bis jetzt 12. Und das Nein holt langsam auf, haben die Boden gut gemacht. Von 11 auf 15%, jetzt schon 21%, langsam zieht es an. Wir geben dem Ganzen natürlich eine Zeit, wir sind auf 31 vorgebucht, aber die Ja-Seite mit 63 aktuell noch klar in Führung bei 16 Personen, die abgestimmt haben. Wir sagen, wir geben dem Ganzen nochmal 10 Sekunden, aber es scheint sich nicht mehr besonders viel zu tun. Das heisst, zumindest in dem Setting habt ihr von diesen 16 Leuten ein bisschen mehr können überzeugen. Ich danke euch allen ganz herzlich, habt ihr euch Zeit genommen.
sind da bei uns zu Gast gewesen und haben eure Beiträge zu dieser Debatte geleistet. Ich wünsche euch allen noch einen ganz schönen Abend, auch euch daheim. Und bis zum nächsten Mal. Schönen Abend. Danke vielmals. In a crowded dream, searching for the quiet that you need to breathe. Gave up on your sanity to hide behind your shadow. While you tried to take the sun down, hearts don't ever change to gold. Out there thinking that you're in the world alone. No one ever told you that you'll have to fight for something, or you'll never learn to balance. Too cold, standing in the middle of the day. On a one-way, trying to stop from running, but you can't wait. Bury all the evidence, you'll only learn when you crash and burn. When you crash and burn. Living in a crazy world, following the path that always twists and turns. Gave up on your sanity to hide behind the devil, 'cause you think you'll live forever. Say you're never getting old. I've been thinking that you're in the world alone. No one ever told you that you have to live for something, or in the end you will be nothing. Too cold, standing on a one-way, trying to stop from running, but you can't wait. Bury all the evidence, you'll only learn when you crash and burn. When you crash and burn. Tell me who broke your heart, 'cause I could tell you who demolished mine. Tell me how you got those scars. I'll find the beauty in every line across your skin. It's like you're convinced that you're stuck the way you are, driving in your car to reach a dead end. Is that all this is? It's cool if you think that I'm wasting my time. But you've gotta stop holding me back. What's up with that? I don't wanna love you. Try to convince, use every trick that's up my sleeve. I don't wanna beg you. It's like you're convinced that you're stuck the way you are, driving in your car to reach a dead end. Is that all this is? It's cool if you think that I'm wasting.